So, wo bin ich jetzt? Ich bin irgendwo auf Kinatis Rast. Jetzt schaue ich mir gerade mal dieses Haus an. Was 2800 Kronen kostet, das klingt gar nicht mal so schlecht. So, jetzt sind wir wieder in Auridon. Von dort aus machen wir einen Wegschreinsprung zurück nach Ostmarsch. Wenn es mal fähig geladen hat. Ja, man kann jetzt echt überall Häuser kaufen. Überall. Wer will denn auf Strossen Kai wohnen? So, dahin. Ich habe nichts zu trinken. Da ist schon eine Mittlerweile Quest. sollten Sie doch wieder hier sein. Hauptmann Alana meinte, dass Sie sich nach einem Gebetsabend hier mit uns treffen wollten. Das hat nicht? Sie gesagt, aber ich sehe Sie nirgends. Vielleicht stimmt es, was der Paar dahinter gesagt hat. Und ich erinnere mich an etwas, was ich noch machen will. Ja, es passiert immer noch. Gucken, wo uns der hinführt. Mittlerweile sollten Sie doch wieder hier sein. Hauptmann Alana meinte, dass Sie sich nach einem Gebetsabend hier mit uns treffen wollten. Das hat sie gesagt. Ich sehe sie. Waren wir bei dem Turm schon? Woher, wie habt ihr mich gefunden? Lasst gut sein. Das ist nicht wichtig. Das Siegel. Ihr müsst das Siegel finden. Welches Siegel? Das Siegel steht für das Band zwischen uns. Der Wald und mein Clan. Wir haben eine Übereinkunft. Wir nehmen Holz, um damit zu bauen. Aber während wir das tun, ehren wir zugleich den Wald. Und der Geist des Waldes beschützt uns dafür. Wo ist dieses Siegel? Meine Schwester hat es an sich genommen. Sie wollte es verstecken, um für seine Sicherheit zu sorgen. Aber ich glaube nicht, dass sie weit gekommen ist. Avyn floh nach Süden durch den Bergpass. Findet sie, rettet das Siegel und unsere Übereinkunft. Ich werde eure Schwester und das Siegel finden. Bitte, wenn die Sturmfäuste das Siegel finden, könnten sie Generationen des guten Willens einfach auslöschen. Könnt ihr mir mehr über die Eingriffe erzählen? Mein Clan war schon immer eins mit dem Wald. Wir verehren Kühne in ihrer urtümlichsten Form. Wir nehmen uns nur das, was wir brauchen und predigen zu all jenen, die tief im Wald arbeiten.
Und der Wald reagiert auf euch. Der Wald sorgt für uns und beschützt uns. Das Siegel ist das Symbol unseres Bandes. Das Band zwischen Blut und Wurzeln, zwischen Kernholz und Herz. Wir haben es immer sicher verwahrt. Bis heute. Was ist euch zugestoßen? Die Sturmfäuste. Diese Wilden. Sie haben sich durch unsere Reihen geschlagen und etwas über den Ortane gebrüllt. Welchen Grund hätten sie euch anzugreifen? Ich weiß es nicht. Wir sind eine friedliche Gruppe. Wir halten Zwiesprache mit Kühne, der Wächterin der tiefen Wälder. Es schert uns nicht, wer auf dem Thron von Windhelm sitzt. Warum hat eure Schwester das Siegel an sich genommen? Ich habe eine Tochter. Sie hat den Clan vor Jahren verlassen und ihr Glück in der Stadt gesucht. Ich habe Arwyn auferlegt, ihr das Siegel zu bringen. So viele sind tot. Wenn jemand unsere Tradition fortsetzen soll, dann muss sie es sein. Warum ist sie fortgegangen? Unser Clan lebte sehr zurückgezogen. Wir kümmerten uns mehr um den Kreislauf der Jahreszeiten als um die Moden der großen Städte. Meine Erana wollte mehr, als Kühne ihr bieten konnte. Also ging sie fort. Gehen wir doch erstmal hoch, ne? Guck hin. Hat sich schon gelohnt. Boah, hat sich sowas von gelohnt. Boah. Aua. Dann mitten auf dem Scheiterhaufen. Okay. Oh, direkt hinter dem Weltboss. Da muss ich einen kleinen Bogen machen, da kann ich nicht direkt laufen. Wenn ich das tue, riskiere ich gerade mein Leben. Kennen wir den Weltboss eigentlich? Drachengrab? Vivien Armine, Typus Weltboss, Schwierigkeitsgrad. Scheiße, tödlich. Was rennt ihr denn auf mich zu? Angreif ist ja mal eine übelst geile Arena. Die sieht nicht nach einem Weltboss aus, das ist ja schon fast unmöglich. Ja, ich bin jetzt einfach mal ein Weltboss und stelle mich jetzt hier hin. Zack, Bossleiste an. Ein Mammut versperrt mir den Weg. Schön, es fängt an zu regnen. So wird der Junge einen Weg nehmen können. Rubiderz. Einmal zu. Ja. Wenn ihr das hier liest, bin ich wahrscheinlich tot. Entweder das oder neues Buch entdeckt. Oder wir lachen gemeinsam bei einem Lagerfeuer über die ganze Sache. Die Sturmfäuste haben mich ins Freie, im Freien erwischt. Ich konnte zu dieser Baumgruppe hier fliehen. Ich fand einen Baum, unter dem ich mich verstecken konnte. Aber ich weiß nicht, ob ich es hier rausschaffe. Hört zu. Ihr habt euch getäuscht, was Arena angeht. Sie sollte kein Problem damit haben, sich in Windhelm zurechtzufinden. Wenn sie in der Stadt arbeiten will, dann lass sie doch. Lasst sie ihren eigenen Weg gehen. Ich habe versucht, ihr das Siegel zu bringen,
Aber es sollte ihre eigene Entscheidung sein. Der Waldgeist zeigt mir den Weg. Ich hoffe nicht zum Weltboss. Der übrigens gerade bekämpft wird. Was? Oh, Ficker. Was ist das? Der Hauptboss ist erledigt. Ein trauriger Sturmfürst kommt da direkt dazu. Der hält einiges aus. So. Abgeschlossen, Drachengrab. Armenes Fluch. Neues Buch entdeckt. So. Sag, da muss irgendwas Krasses sein. Totenbeschwörer wahrscheinlich oder so. Ich mach gleich übrigens eine Pause in der Session. Weil mir ein, dass es die Luft ausgeht. Und ich gucke, ob ich heute noch weitermache oder. Ja, und einerseits, weil ich jetzt anfange, Hunger zu kriegen. Und das ist schlecht. Ich muss noch Frikadellen backen. Backen, ja. Braten. Hey, Sternmetall. Einklang der Natur. Gut, das Siegel ist anscheinend entwendet worden, also geklaut. Das ist, irgendwer hat ein Siegel. Und dieses Siegel brauchen wir. Und der Waldgeist hilft uns dabei. Jetzt haben die das Siegel nicht hier. Oh, die haben es nicht überlebt. Gut, ich habe das Siegel. Tochter Windhelm suchen. Rubinesche mitnehmen. Hä? Das war das. Okay. Müssten durch Kühnesheim laufen. Sind aber perfekt an einen Ort, wo ich dann vorbei kann. Oh, ich finde ja nur Materialien. Aber hey, wir finden immer mit. Oh. Ihr wisst schon was. So, jetzt müssen wir zu. Sie wissen schon wen? In der Stadt, sie wissen schon welche. Und es geht um das, sie wissen schon was. Hey, hey, hey. Hey, hey. So, wir haben es eilig. Ich hab Hunger. Habt ihr mir was weggesoffen? Wir liegen schon die Toten. Hey ihr, ich bereite nur etwas Hafer für die Pferde vor. Wenn ihr etwas braucht, solltet ihr mit Afnir reden. Er wird euch helfen. Ihr seid Arena. Irina.
Im Windstochter? Ja, kann ich etwas für euch tun? Ich bringe schlechte Kunde. Die Sturmfäuste haben den Großteil des Clans ermordet. Was? Meine Mutter? Meine Tante? Tot? Sie waren so langweilige, einfache Leute. Sie hätten nie jemandem etwas zuleide getan. Warum? Vielleicht haben die Sturmfäuste das Siegel gesucht. Das Siegel? Ich muss gehen und es suchen. Es war ihr so wichtig. Ich habe es hier bei mir. Eure Mutter hat mich gebeten, es zu finden. Wir haben seit Jahren nicht miteinander gesprochen. So sehr ich mir auch wünschte, es wäre anders, weiß ich, was ich zu tun habe. Vielen Dank, Fremde. Heute lächelt meine Mutter in Sovngarde. Er wird ganz sicher nicht von einem nordischen Stallburschen umworben. So, zum Weg schreien will ich. Oder auch nicht. Neues Buch entdeckt. Bin mir im Klaren, dass hier ein Verlies ist. Kündesheim ist auch nicht abgeschlossen. Da fehlt dann nur die Hauptquest hier vorne. Aber wie gesagt, hier an dieser Stelle vielen Dank fürs Zusehen und bye bye.